Jahre jung, sein Gewicht 90 Kilogramm, bei einer Körpergröße von 1,93 Meter. Sein Rekord: 9 Kämpfe, 8 Siege, eine Niederlage. 4 seiner Siege konnte er durch K.O. erringen. In seiner Ecke sein Trainer Zahir Tachunic. Meine Damen und Herren, aus dem Kampfsportzentrum Samsam Ulm, Tomislav Sucic. Die blaue Ecke, 24 Jahre alt, sein Gewicht ebenfalls genau 90 Kilogramm, bei einer Körpergröße von 1,86 Meter. Seine Bilanz: 9 Kämpfe, 8 Siege, eine Niederlage. 6 seiner 8 Erfolge konnte er vorzeitig erzielen. In der Ecke Mladen Steko, Nevo Kosadinovic und Cutman Thilo Kudler. Er war bereits WKU World Cup Sieger aus dem Steko Sportcenter. Nikolai Nyko. Die Punktrichter dieses Kampfes: Stephen McFarlane, Henri Charlet und Abdul Rahman. Ab jetzt hat nur noch der Referee das Sagen, welcher Goran Filipovic für Sie ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Stekos Fight Night, denn heute nimmt mit Marie Lang, eine der sympathischsten und erfolgreichsten Kickboxerinnen, Abschied vom aktiven Sport. Leider muss man sagen, aber mit 35 Jahren gibt es eben dann auch mal andere Prioritäten. Und natürlich steht Marie Lang heute im Mittelpunkt, aber auch die übrigen Kämpfe können sich sehen lassen. Viermal geht es um WM-Ehren, einmal um eine Europameisterschaft und einmal um eine deutsche Meisterschaft. Und bei mir sitzt einer, der weiß, was es bedeutet, jahrelang Weltspitze zu sein, wie hart das ist und wie viele Entbehrungen das mit sich bringt. Der 22-fache Weltmeister Dadan Morino, inzwischen erfolgreicher Geschäftsmann und Selbstveranstalter hochklassiger Kickbox-Event. Schön, dass du da bist, Dadan. Ja, schön, dass ich da sein darf, Matthias. Wie immer. Freut mich auf jeden Fall. Ja, absolut. Und heute eine mega Fight Night, sehr spannend. Letzter Kampf von Marie. Wir haben sehr gute Kämpfe, ein guter Auftakt hier mit Nikolai Nikov, der auch schon vor ein paar Wochen im Acht-Mann-Turnier eine sehr starke Leistung gezeigt hat. Muss man hier erwähnen. Acht-Mann-Turnier in Ingolstadt, was würdest du sagen? In Ingolstadt. Hat er knapp im Viertelfinale gegen Fatario Jankuba verloren. Ja, hier Drehkick von Tomislav Sucic. Ging ein bisschen zu tief. Ja, beide haben natürlich gleich von Anfang an losgelegt. Sehr kompakter Typ, der Nikolai Nikov. Tomislav Sucic ist natürlich erfahren. Wirkt zumindest so. Hat nicht viele Kämpfe, aber der kombiniert gut. Auch eine gute Statistik. 9 Kämpfe, 8 Siege. Also man muss schon aufpassen. Bleibt sehr ruhig. Ja, und er versucht hier seine Vorteile an den Mann zu bringen. Die größere Reichweite. Ein bisschen länger ist er auch. Das Knie kann natürlich auch gefährlich werden in der Größe. Ja. Haben wir sie auf 3 Runden an 2 Minuten angesetzt. Nikolai versucht noch ein bisschen die Distanz zu finden. Der ging ein bisschen zu tief. Goran Filipovic unterbricht den Kampf. Aber geht wieder los. So, jetzt geht er mal einen Tiefschlag. Na, geht er mal dran, der Sucic. Nikolai probiert immer wieder das Knie zu bringen, aber geht oft auf die Deckung. Und darf natürlich nicht so offen sein, wenn er zurückgeht. Ja, in Ingolstadt hat er natürlich mit Jankuba auch einen, der größer ist als er. Hat trotz dessen eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Ich glaube, das haben auch viele von Ihnen nicht erwartet. Ja, 2-1 hat er noch verloren, aber war eine ganz knappe Angelegenheit. Ja. Absolut. Und
ist natürlich auch in den Runden 2 und 3 besser geworden. Deswegen bin ich mal gespannt hier, wie dieser Kampf sein wird. Also erste Runde hat er gut ausgesehen, Herr Tomislav Sučić, muss ich sagen. Fand ich auch. Hat ein bisschen mehr gemacht. War ein bisschen aktiver, ja. Ein bisschen variabler. Aber ist ja meistens immer eine Aufwärmrunde. Ja, aber bei 3 Runden ist es natürlich immer schwierig, wenn du die erste Aufwärmrunde verlierst. Dann hast du nur noch 2, ja. So, hier noch mal ein paar Zeitlupen. Ja, das Knie kam immer wieder, hat es immer wieder probiert, aber oft halt auch auf die Deckung. Ja, Sučić auch mit ein, zwei Mal versucht, einen Drehkick da anzubringen. Also, er kämpft zumindest sehr variabel. Ja, heute muss man sagen, füllt sich die Halle schon von Anfang an. Das finde ich richtig, richtig cool. Und ich bin echt gespannt, wie die Stimmung dann nach 2, 3, 4, 5 Kämpfen sein wird. Die erhitzt sich ja dann. Und dann zum Ende hinaus wird es natürlich richtig Action geben. Du hast heute ja auch einen Kämpfer heute dabei, Neuling. Nicht im Ring, aber neu bei dir seit gestern. Neu bei mir, genau. Hat auch bei mir im 8-Mann-Turnier gekämpft. Hat eine sehr starke Wahnsinnsleistung gebracht. Und deswegen dachte ich, die nehmen wir gleich unter Vertrag. Jolton Santos Lutherbach Peregrino heißt er. Der kämpft heute um die Weltmeisterschaft. Bin ich auch gespannt, was da kommt. Der hat einen sehr starken Gegner. Oh, das war ein Knie. Das hat leider richtig getroffen. Und oh, nochmal die Rechte, nochmal die Rechte. Oh, jetzt sind da Schwierigkeiten. Der Nikov. Nikov muss raus aus der Ecke und versuchen wieder den Kampf aus der Ringmitte zu führen. Ja, das Knie hat natürlich voll gesessen. Da hat sich schön durchgeschüttelt jetzt. Rechtsauslage von Sučić. Ja, der wechselt ab und zu mal. Ja, der muss mehr Gas geben auf jeden Fall. Er muss den Kampf suchen. Und Tomislav Sučić bleibt entspannt, bleibt ruhig. Ja, absolut. Nutzt natürlich seine Reichweite, macht den Kampf von der Mitte aus. Und Nikolai Nikov muss die Distanz, ja, er muss sie einfach durchbrechen und eher den Infight suchen. Aber es ist geil, so einfach da an der Führungshand vorbeizukommen. Ja, absolut. Ja, jetzt kommt er wieder. Oh, jetzt schöne Linke von Nikov. Aber eben, da muss man nachsetzen, dranbleiben. Er versucht wieder das Knie, aber die Deckung von Tomislav. Oh, jetzt hat einer getroffen. Ja, nochmal über Hinterkopf. Ja. Er ist jetzt mittlerweile näher dran. Aber er hat auch keine andere Wahl. Er muss den Kampf suchen, er muss dranbleiben, er muss aus der kurzen Distanz kämpfen. Und er muss definitiv machen, wenn er den Kampf gewinnen möchte. Ja, Innenhand moniert Filipovic. Ja, die Aktionen von Tomislav Sučić sind nicht mehr so explosiv. Aber er bleibt trotzdem gefährlich. Ja, ein bisschen nachgelassen, stark angefangen hier in der zweiten Runde. Ja, Endspurt jetzt noch 5 Sekunden. Dann ja, du weißt, nicht mehr viel Endspurt von beiden nicht. Nee. Tomislav Sučić stark angefangen, aber dann zum Schluss. Also ausschließlich eine Runde, sagen wir mal. Also wird spannend auf alle Fälle. Wird auf jeden Fall spannend. Die letzte Runde, denke ich mal, wird den Kampf entscheiden. Auch schon ein bisschen im Gesicht gezeichnet, der Nikov. Ja, das Knie hat natürlich voll gesessen, ne? Ja. Wie gesagt, wir waren im November vergangenen Jahres die Goldmedaille beim WKU World Cup in Österreich. Also hat schon ein bisschen was gewonnen. Bei seiner letzten Fight Night machte Nikov mit dem Schweizer Yves Brünner kurzen Prozess und schlug ihn bereits in Runde 1 K.O.
Und zum Glück hat er heute nicht mit dem Sucic. Er ist stark. Ja, der nutzt natürlich seine Reichweite, ist stark. Und aber das macht natürlich den Kampf spannender. Ja. Bin ich gespannt, wer jetzt mehr Luft hat, wer mehr schlägt. Sind auch vom Körperlichen her total unterschiedlich. Ne? Der eine total eher schlank und hoch aufgeschossen, der andere Muskelpaket. Na, jetzt kommt doch der Nikov. Ja, Goran Filipovic hat noch mal ein bisschen ermahnt und gemeint, nicht so viele Innenhände schlagen. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden. Ja, der Sucic hat viele geschlagen, ja, in der zweiten Runde. Ja, jetzt muss er dranbleiben, der Nikov. Der Drehkick kommt natürlich sehr langsam, ne, vom Sucic. Man muss sagen, die Luft ist jetzt doch weniger bei ihm und dementsprechend lässt auch die Konzentration nach und die Power. Und das sieht man jetzt schon. Aber da muss halt der Nikov anknüpfen und das zu seinem Vorteil nutzen. Der Drehkick ist ja durch Michael Smolik bekannt geworden. Der hat ja am Wochenende im MMA-Kampf gemacht, hat er wieder einen abgezogen. Ja. Wie ein Leichtgewicht, so schnell kam der. Ja, ich habe das auch ein bisschen verfolgt. Der hat ja einen harten Weightcut gemacht. Aber es läuft bei ihm auch okay. Ja. Ist gut. Naja, da kommt jetzt noch mal ein guter Angriff von Dulcic. So, jetzt auch noch Schlagabtausch. Das sind halt so, solche Sachen, die nicht sein müssen. Gerade wenn man zurückgeht, ohne Deckung, wird es dann schwer. Man kann so einen Kick wie gerade eben dann bekommen. Naja, er lebt von seinen Überraschungsangriffen, der Dulcic. Ne? Jetzt hat er mal schön die Linke gefangen. Jetzt macht er nicht mehr viel, aber es kann halt alles kommen. Er ist müde. Und es ist nicht mehr lang Zeit. Jetzt haben wir noch 1,14. Naja. Und die wirklich klaren Aktionen kamen jetzt nicht von Nikov. Aber er ist zumindest der aktivere Mann jetzt in der Runde. Aber er trifft nicht. Haut viel vorbei, da dreht sich. Zwar auf dem Hinterkopf. Zeigt auch Goran Filipovic an. Er konnte zwar gut, aber er muss definitiv anfangen und den Kampf suchen, gerade jetzt die letzten 20 Sekunden. Ja, aber Tomislav Sucic greift nochmal an, gibt nochmal Gas. Back guter Drehkick, ja. Zehn Sekunden. Ja. Ja. Der kam zu spät. Gut. Also eine knappe Angelegenheit. Bin mal gespannt. Sehr, sehr knapp. Und unentschieden wäre, glaube ich, nicht das Falschste. Ich würde auch unentschieden machen. Zumal es ja auch um nichts geht. Das ist kein Titelkampf. Also wäre ein Unentschieden. Meine Damen und Herren, ich glaube, das war ein Auftakt nach Maß. Deshalb besprechen beide Kämpfer, haben sich hier nochmal einen extra Applaus verdient.
Und damit kommen wir zum offiziellen Urteil. Und es war ein knappes Urteil. Mit 2:1 Punktdichter Entscheid. Die blaue Ecke, Jannik Reitmeier. Wer? Nikolai Nikov hat gewonnen. Ja. Er ist verrutscht. So. Na gut. Kann man so geben, muss man nicht so geben. Wie gesagt, war ein knappes Ding. Unentschieden wäre natürlich so die Masterlösung gewesen. Nikov jubelt.